Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Graz 258 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Carl 911. Gibt es nur für PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann LKWs. Tja, wir haben das gute Stück. Graz 258. 240 PS Leistung, 330 Liter Diesel, 66 Liter plus 67 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für 37.000 glatt in der Anschaffung, 1.887 im Leasing. Felgenfarbe lässt sich in die diversen Farben ändern, ebenso die Hauptfarbe, dabei ist die Hauptfarbe das da oben und die Designfarbe haben wir auch einmal hier, sind die Tanks und oder die Zusatzdinger, nenne ich es jetzt einfach mal Tanks und Werkzeugkiste, ne? Das könnt ihr alles schick schön einfärben. Ansonsten stehen euch 4 Config-Blöcke zur Verfügung. Design, Nummernschild, Anhängerkupplung, Motorausführung. Design gibt es einmal Standard, dann gibt es einmal Schutzvorrichtung, das sind diese 2 Pendübel da vorne dran. Dann gibt es einmal Feuerlöscher und oder Schutzvorrichtung und Feuerlöscher, ne? Also alles in dem Falle. Nummernschild gibt es entweder gar keins. Ihr könnt die UdSSR nehmen. Dann die Ukraine, Russland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen, USA und wiederum kein Nummernschild. Anhängerkupplungen gibt es einmal Standard und einmal Zugmaul hinten, sodass ihr theoretisch noch einen Trailer mit dran machen könnt. Ansonsten seht ihr ja, ist eine Sattelplatte. Ansonsten Motorausführung, Graz 258B. 258B1 und das war's. Das heißt 240 PS. Ihr seht, es ändert sich auch von der Leistung her nichts soweit. Es bleibt alles so dementsprechend, wie es ist. Außer natürlich die Geschwindigkeit. 82 km/h, 67 km/h. Ne? Ist also im Endeffekt eine Boosted-Version. So, schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich habe jetzt einfach mal alles standardisiert in dem Fall hier gelassen. Wir haben schöne Reifen, ne, so ein paar dickere Stollen am Ende des Tages hinten, auch Zwillingsbereifung drauf. Ne. Hat jetzt aber keine genaue Bezeichnung, was das für ein Reifenhersteller sein soll. Ist aber auch nicht weiter so dramatisch. Wir haben hier Feuerlöscher und diese Schutzvorrichtung mit dran geknöbelt. Ne. Ansonsten dieses Wüstensand, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, als Farbe. Sieht an sich auch nicht verkehrt aus. Wie gesagt, könnt ihr ja umfärben, wie ihr das Ganze wollt. Ich habe mal ein deutsches Kennzeichen dran gemacht. GILT47H. Ne, also H für Oldtimer halt schon. Ne, ist ein bisschen unscharf, das Kennzeichen. Ich kann auch nicht wirklich prinzipiell erkennen, was das sein soll. Ich glaube, das ist der Bundesadler. Ja, ich glaube, ja, das ist der Bundesadler. Ne, also jetzt auch nicht an Dings angelehnt an den, wie hieß es denn, verdammt nochmal, an dem Bundesland, so rum. Ja, vorne halt Graz, ne, als Logo halt in Russisch oder Kyrillisch, je nachdem. Oben die Leuchten, Scheibenwischer, alles klar, ne, ihr seht hier, wir haben Kollision, alles schick, alles schön. 2 Ersatzreifen schleppen wir auch noch mit dabei, ne, Anschlüsse für dynamische Kabelschläuche, kommen wir später dazu. Die Sattelplatte, hinten Mac-Bereich jetzt noch das Zugmaul hinten konfiguriert, Bremslichter, Blinker und auch nochmal hier das deutsche Kennzeichen. Ja, sieht im Außenbereich soweit eigentlich recht schnicke aus. Ihr seht hier oben, haben wir noch ein Arbeitstisch nach hinten. Ansonsten im Innenbereich Lenkrad, lässt sich soweit auch bewegen. Links, rechts Spiegel, sind soweit in ihrer Form. Ne, schöner Sitz. Viel Ausstattung ist jetzt nicht. Armaturen auf analoger Basis ist ja ganz klar. Ansonsten hier Ganghebel, Handbremse und was das nicht noch alles ist. Ne? Also noch alte, rustikale Technik, die auch noch bis heute durchhält. Ne? Von daher, Simplicity&Co. ist nicht mit verbaut, schon mal das vorweg, also braucht er auch nicht. Ne? Prinzipiell, bis auf kleinere Unschärfen, wie zum Beispiel beim Kennzeichen oder so, ist das aber eigentlich mehr als vollkommen in Ordnung. Hören wir uns mal den Sound an, würde ich sagen. Jo, der Sound sollte den einen oder anderen Ostalgie-Spieler bekannt vorkommen. Das haben einige Ostalgie-Mods mit drin, unter anderem der Ural. Habt ihr nicht gesehen? Also irgendwas, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der hat auf jeden Fall den gleichen Sound mit drin. Und ja, es hört sich gut an. Also für die Maschinen, ne, das ist jetzt ein okayer Sound. Inwiefern am Original, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber ansonsten ist das eigentlich ein guter Sound da für solche Maschinen. Und daher, why not, why not, why not? So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht hier, wir haben sogar den Ganghebel in der Hand. Ja? Ansonsten eine Hand hier am Lenkrad. Mit dem Beinchen wird auch gearbeitet. Die kompletten Pedalen sind animiert. Ja? Also einmal eine vollständige Animation des Fahrers. Ne? Mit dem Ganghebel sogar. Es ist doch wunderschön. Ansonsten, die Armaturen sind auch animiert, wie ihr hier seht.
Ne, alles schick, alles schön. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, sind wir jetzt hier ungefähr bei 20, haut er mit einem LS-Tacho hin. Die Spiegel funktionieren, auch eine wunderbare Sache. Blinker werden vorne mit angezeigt. Ach, ist das herrlich. Ansonsten, wenn ich einmal Licht anschalte, abends haben wir sogar noch eine Innenbeleuchtung hier mit dabei, beziehungsweise prinzipiell, ihr seht, jetzt ist das Licht aus. Ich mache es einmal an. Da haben wir erstmal so eine Innenbeleuchtung hier drin. Ne? Außen läuft es dann auch schon. Dann gehe ich eins weiter. Ne? Dann geht die Innenbeleuchtung aus. Ihr seht hier, das ist alles so grün hinterlegt. Gehe schon mal eins weiter für Fernlicht. Ne? Seht ihr auch, haben wir da ein separates Icon, zack, und dann geht es wieder aus. Im Außenbereich sieht das wie folgt aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ne? Blinker sind vorhanden, reflektieren soweit auch. Wie gesagt, Licht, NumPad 5 hat eine Funktion, geht nach vorne dementsprechend hier weg. Ne? NumPad 6 hat keine Funktion. Ansonsten hat sich das Ganze auch erstmal rückwärts fahren. Ist da oben die Lampe dafür zuständig. Ne? Soweit auch klar. Wie gesagt, normales Fahrtlicht. Dann diese Zusatzscheinwerfer in Gelb. Ja, kann man halt machen. Müsst ihr aber mehr oder weniger deaktivieren, weil sonst habt ihr halt hier drinne die ganze Zeit das Licht an. Wenn ihr das halt nicht haben wollt, müsst ihr halt den hier machen. Ne? Dann geht das Ganze halt so. Oder ihr macht halt gleich den. Ne? Dann funktioniert es dementsprechend auch. Ne? Also das ist alles kein Problem. Hube. Jawohl. Und Umleuchte haben wir mehr oder weniger nicht, aber wir haben diese drei Pinöbel da oben, die halt so ein bisschen rumleuchten im Endeffekt. Ne? Ist eigentlich mehr auch in Ordnung. Hube. Ja, kennt man soweit auch. Alles schick schön. Irgendwelche Spielereien, Simple IC, Maussteuerung etc. pp. Ist hier nicht mit vorhanden. Ist aber auch okay. Ihr habt es ja vorhin schon gehört, beim Ein- und Aussteigen haben wir einen Sound und eine Animation. Die ist beim Aussteigen natürlich ein bisschen zu langsam, beim Einsteigen richtig. Ne? Also von daher, das ist eine nette Sache. Wie gesagt, beim Aussteigen halt logischerweise ein bisschen zu langsam, weil man steigt aus, dann geht die Tür erst auf, weil man erst die Handbremse zieht und so weiter und so fort. Aber ist okay. So, die 82 bzw. 67 km/h werden erreicht, je nachdem, was ihr für eine Motorausführung halt habt. Fahrphysik ist mehr als in Ordnung. Also da seht ihr, hier sollte es keine Probleme geben. Wenn wir einmal hier über die Bordsteinkanten fahren, das nimmt er auch im Endeffekt wie ein großer. So, haben wir mal ein paar Trailer dran. Nehmen wir mal einmal den Standard-Trailer hier, den Krampe. Und dann nehmen wir uns einfach mal noch den Ami-Trailer hier, um es einfach mal mit beiden zu testen. Fahren wir hier einmal unten drunter. Ihr seht schon mal, bei dem funktioniert das ohne Probleme. Das Ding hat halt einen Wenderadius wie so ein Bus halt, ne? Ist klar. Das solltet ihr bedenken. Aber ansonsten, ne? Er führt den Trailer, es schleift nichts, es ist alles soweit in Ordnung. Wollen wir das mit dem Ami-Trailer hier noch ausprobieren. Zack. Nur seht ihr auch, funktioniert ohne Probleme. Und wenn ihr Trailer habt mit dynamischen Kabeln und Schläuchen, müsste sich das Ganze auch miteinander verbinden, ohne Probleme. Ja, ihr seht also, das klappt alles, das ist schön. Ja, bleibt am Ende des Tages nur noch der Lok übrig und der ist, wie ihr seht, auch sauber. MB ca. 25, also auch relatives Leichtgewicht. Nun, für alle Nostalgie-Spieler oder Nostalgiker im Allgemeinen, definitiv ein schöner LKW. Saubere Sache, Karl, saubere Sache. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski.